Das Mindset der Champions. Der Podcast von Tobias Kunert. Folge 9. Ja, leck, Folge 9. Wie schnell das geht. Heute geht's ums Thema Lebensmut. Ich habe als Gast wieder meine Frau Melli dabei, weil mir niemand einfällt, der besser zu dem Thema Lebensmut passt als mein Schatz Melli. Die Melli, ich weiß nicht, ob du in den vorigen Folgen gehört hast, die hat einen Lebenslauf hingelegt, die ist ohne Eltern aufgewachsen, die hat irgendwann im Kinderheim gelebt, irgendwann ist sie sogar mal rausgeflogen aus dem Kinderheim, muss dann in einem Zelt leben und da sind so krasse Geschichten dabei und da haben wir dir heute einfach mal die schönsten Geschichten zum Thema Lebensmut aus unserem Leben dabei. Schön, dass du dir Zeit nimmst, uns zuzuhören. Es wird eine ganz besondere Folge. Es ist sowieso gerade eine ganz besondere Zeit. Es passiert unglaublich viel. Ich habe auch schon gesagt, ich habe heute noch eine Überraschung für euch. Und es ist wirklich ab heute soweit. Die Affirmation, das Mindset der Champions, die ich zu meinem Buch gemacht habe, wo auch diese Titelmelodie von dem Podcast ist, diese hier. Die erscheint heute auf YouTube als Videoclip. Das sind die Glaubenssätze ausformuliert, auch mit dabei. Das hat der Sound und Vision Champion Sven Beetz für euch gemacht. Und wir haben das gemeinsam erstellt. Schau es dir unbedingt an. Nimm dir die Zeit. Und wenn du das durchziehst, das 66 Tage am Stück zuhören, dann hast du sowas von ein neues Mindset. Du musst dir vorstellen, dein Gehirn, dein Verstand, der wirft 60.000 Gedanken jeden Tag in den Raum und spricht mit sich selber. Immer wieder. Und das sind auch Affirmationen. Und die hören nicht auf. Und das sind jeden Tag die gleichen. Immer wieder und immer wieder. Und jedes Mal, wenn du so eine Affirmation anhörst, jetzt zum Beispiel das Mindset der Champions, dann unterbrechen wir das Selbstgespräch in deinem Kopf und fügen da positive Dinge ein. Ja, und normalerweise läuft der Verstand so, dass er sagt, oh, heute ist wieder Montag, Rasenmähen sollte ich mal wieder. Und wenn du das dann angehört hast, dann läuft es langsam so ab. Heute ist wieder Montag, ah, ich bin ein Champion, Rasenmähen sollte ich mal wieder. Und so tauschen wir nach und nach die negativen Dinge im Selbstgespräch des Verstands aus. Und diese Affirmation erscheint zu meinem neuen Buch, das es auch ab heute gibt. Ihr könnt es sehr gerne direkt über uns bestellen. Wir haben es als Hardcover und als Taschenbuch. Das heißt, das Mindset der Champions, entweder ihr könnt es bei uns bestellen unter info@tobias-kunert.de oder auch bei Amazon. Hast du dich schon mal mit dem Thema Lebensmut befasst? Du, der uns zuhört. Was denkst du, wenn du zurückdenkst? Wann waren so die Momente in deinem Leben, wo du mal richtig Lebensmut bewiesen hast? Oder führst du vielleicht sogar genau das Leben, das du führen möchtest? Lebst du deinen Traum? Hast du dir diesen Traum mit ganz viel Mut erarbeitet oder ermöglicht? Oder was hast du denn im nächsten Jahr vor? Wann könnte es denn damit mal ganz besonders viel Lebensmut oder vielleicht jetzt sogar in dieser Zeit irgendwas in deinem Leben positiv verändern? Und jetzt will ich dich gar nicht lang warten lassen auf diese unfassbar krasse Geschichte von der Melli. Das ist schon krass. Also ich habe diese Geschichte mal gehört und als ich die das erste Mal gehört habe, da habe ich sogar im Nachhinein noch Angst um sie gehabt. Ich habe wirklich richtig Angst um sie gehabt, gell? Weil es ist schon krass, was passiert, wenn einfach keine Eltern da sind. Kannst du dich noch erinnern, so früher, wir haben doch alle mal die Zeitung aufgeschlagen und irgendwann so diese Anzeige gesehen. Du kannst auch 2000 Euro pro Woche verdienen, oder? Und dann waren aber die Eltern da, die sofort gesagt haben, hey, wenn das so in der Zeitung steht, dann meld die da lieber nicht, das ist ja Betrug und das kann gefährlich sein. Ja, und Melli hat ihre Ausbildung gemacht, war dann gerade so am Ende der Ausbildung und dann kam ihr Tag, wo sie ihre Zeitung aufschlägt und diese Anzeige sieht, oder? Das war sogar bei der Arbeit, oder? Das war sogar bei der Arbeit. Erstmal hallo. Schön, dass ich heute auch wieder dabei sein darf. Und auch sehr, sehr schön, dass ich jetzt die Geschichte mit euch teilen darf. Weil, ja, das war so die Geschichte, wo ich wirklich sagen würde, ja, da war ich echt am mutigsten in meinem Leben. Ja, also vor allem,
das Ende der Geschichte dann. Weil du hast die Zeitung aufgeschlagen, du hast die Anzeige gelesen und was stand da? Ja, das Anfang war schon auch sehr mutig. Der Anfang. Ja. Da stand natürlich, ich war in der Mittagspause damals und habe die Allgäuer Zeitung vor mir gehabt und da stand dann ganz fett, ich glaube so 1.000 bis 2.000 Euro wöchentlich. Oh, und dann sind bei der Melli erstmal die Dollarzeichen im Auge gekommen. Ja, am Bett, was hier mit meinem Lehrlingslohn, ach komm. Ja, und mein Leben war damals natürlich nicht so spannend und toll und ich war sehr unzufrieden und deswegen dachte ich, ich muss irgendwas verändern. Und dazu gehört natürlich immer Mut, etwas im Leben zu verändern. Und es war halt damals meine Wohnsituation und mein ganzes Leben. Und dazu musste ich natürlich erstmal meinen Job verändern und meinen Kontostand verändern und dass ich mir dann auch einfach ein anderes Leben leisten kann. Und da kam mir die Anzeige natürlich genau recht. Ja. Und dann? Und dann habe ich da ganz mutig angerufen, in der Mittagspause noch. Und dann ist eine Frau hingegangen und die hat mir dann kurz irgendwie erklärt, dass es irgendwie um Medien geht. Und ich soll doch einfach heute Abend nach Ulm zum Vorstellungsgespräch kommen. Da hattest du gar kein Auto, oder? Nee, ich bin mit dem Zug dann gefahren, ja. Und ich habe das dann echt, ich habe dann wirklich meine 7 Sachen gepackt und habe mir gedacht, weil es hieß, wenn dir das zusagt und wenn das alles passt und du hier bei uns arbeiten willst, dann kannst du auch sofort ein Zimmer haben. Ja, perfekt, okay, klar. Es hat sich super angehört. Das war perfekt für mich. So viel Kohle und dann ein Zimmer, eine Unterkunft. Ja, was willst du nicht mehr? Brauchst ja nicht mehr. Und hast gar keine Angst gehabt? Hast gar nicht gedacht, das könnte irgendwie was Negatives sein? Ich weiß nicht. Die Angst habe ich schon ziemlich früh irgendwie so abgelegt. Also ich glaube nicht, dass ich so ein Mensch bin, der so irgendwie ein Schisser ist. Also ich bin schon ein sehr, sehr mutiger Mensch, aber das liegt halt auch einfach daran, dass ich schon von Anfang an alles alleine stemmen musste und ganz große Entscheidungen auch selber treffen musste, wo mir keiner geholfen hat. Und deswegen, ich war voll glücklich und motiviert und bin da mit voller Begeisterung hingegangen. Natürlich ist es ein komisches Gefühl so, aber hier hat mich auch nichts gehalten. Und ja klar, waren ja keine Leute, auch eben, keine Familie, die gesagt hat. Ja. Genau. Und dann war das damals richtig schön. Ich habe mich dann mit dieser Frau in einem Hotel in Ulm getroffen und das fand ich natürlich super halt. Es war natürlich ein gutes Bild für den Anfang, einfach in einem Hotel und voll edel alles. Und dann haben wir erstmal Kaffee getrunken und dann hat sie mir erstmal so kurz erzählt, worum es geht, um Medien. Und dann hat es, glaube ich, nur knapp 45 Minuten gedauert, bis ich auf dem Weg nach Stuttgart war. Von Ulm nach Stuttgart? Genau, da war dann die Arbeit. Also sie sagte dann, mein Arbeitsplatz ist in Stuttgart und wenn ich möchte, kann ich heute noch anreisen und ich werde dann da schon erwartet. Sie klärt dann alles für mich und sie bezahlt mir dann das Ticket natürlich und ich kann dann mit dem Taxi aus zu meiner neuen Unterkunft fahren. Wow. Und dann war das Coole natürlich noch, dann hat sie gesagt, da arbeiten halt mehrere junge Menschen und sie kann sich sehr gut vorstellen, dass ich ganz gut in dieses Team passe. Mhm. Mhm. Und dann ist sie mit dir nach Stuttgart? Nee, ich bin dann ganz allein nach Stuttgart gefahren. Aber sie hat dir ein Ticket gekauft, oder? Sie hat mir dann das Ticket gekauft und sie hat mir dann noch Geld gegeben fürs Taxi. Dann war ich in Stuttgart und dann war der große Moment, dann war ich schon sehr aufgeregt. Dann hat mich erstmal ein junger Mann abgeholt, da wo das Taxi dann eben angehalten hat und mich zu dieser Adresse gebracht hat, die ich dabei hatte. Und der war sehr nett und freundlich und ja, dann kam ich aber in so eine Art, in so ein wirklich heruntergekommenes, so ein Hinterhofhaus und ganz dunkel und nichts mehr mit edel und Hotel und
schick. Ach du Scheiße, ja. Und in dem Haus haben mich dann ungefähr 24 junge Menschen erwartet. Und alle hatten ihr eigenes Zimmer. Und dann habe ich mein eigenes Zimmer bekommen. Das war auch, ja, ganz spärlich eingerichtet, aber okay so für den Anfang. Ja, und dann warst du in deinem Zimmer. Da hast du noch gar nicht genau richtig, also hast du noch gar nicht richtig gewusst, um was es eigentlich geht, oder? Ja, genau. Und der Großteil der Mannschaft, der Jugendlichen, die waren halt irgendwie auch alle noch beim Arbeiten. Und mir wurde einfach gesagt, du wartest jetzt einfach, bis es Abend ist, dann tun wir gemeinsam essen, alle an einem Tisch. Und dann wirst du schon mitbekommen, so um was es hier geht. Pack erstmal aus und komm erstmal an. Gib schon mal deinen Ausweis her, dass wir schon mal Kopien und so machen können. Okay, das habe ich dann auch alles gemacht. Gutgläubig natürlich. Mhm. Ja. Ja, krass, gib deinen Ausweis her, gell, dass ja. man kopieren kann. Boah. Und dann gab es Abendessen und alle natürlich wollten mich kennenlernen. Es war schon spannend halt. Die waren total nett, alle echt super. Aber man hat schon gesehen, dass jeder einzelne von denen, ja, weiß nicht, die sahen halt irgendwie echt, ja, teilweise ziemlich fertig aus, teilweise ja, so zahnlos oder also richtig runterkommen. Und das waren aber hauptsächlich Männer, oder? Oh, das waren tatsächlich 22 Männer und ich und ein Mädchen, das damals eben am selben Tag wie ich angefangen hat und auch angereist ist. Und das war natürlich super. Also, dass wenigstens ein Mädchen dann da war. Und es war schon sehr, sehr komisch. Aber sie waren jetzt nicht irgendwie, das merkst du ja auch gleich, dass sie mich irgendwie alle gleich angebaggert hätten oder so. Also echt wirklich ganz, ganz nette Menschen. Einfach so in meinem Alter damals, so zwischen, ja, ich weiß nicht, zwischen 17 und 30 waren die da ungefähr. Und ja, dann kam erstmal der Chef von dem ganzen Laden. Ein kleiner, dicker, glatzköpfiger Mann mit unglaublich vielen Goldketten um den Hals. Also, dann habe ich mir echt mal gedacht, also wenn es hier jetzt alles nur Frauen gewesen wären, dann hätte ich mir gedacht, ich bin in irgendeinem Puff gelandet oder so halt, dass es irgendwie der Zuhälter ist hier. Auch schon so unsympathisch. Und dann kam seine Frau auch noch dazu, die hat dann immer für alle gekocht. Und ja, dann hat er sich erstmal so vorgestellt. Und dann habe ich schon so den ersten Eindruck bekommen, so um was es ungefähr geht, weil dann ging es in der Runde los, alle zählten so auf, sagten irgendwelche Zahlen, so 5, 10, 0. Und alle, die eben nicht ungefähr die Zahl mindestens 4 nannten und eher bei 3 oder so waren, da hast du richtig gemerkt, der Chef, der war richtig, das war so ein widerliches, richtiges Arschloch einfach. Der hat die dann richtig fertig gemacht, so mit Worten und so verbal und echt so ekelhaft einfach. Du tauge nix und ja, dann wirst du heute Nacht schon üben können und dich nochmal heransetzen können und das Ganze nochmal aufarbeiten müssen. Ich habe gar nichts gecheckt erstmal und ich habe dann auch versucht, mit ein paar noch zu sprechen. Ja, um was geht es denn eigentlich? Ja, das siehst du einfach morgen. Morgen kommst du mit uns mit und dann können wir dir das einfach am besten zeigen und erklären, was wir hier genau machen. Boah. Also ich muss dazu sagen, ja, es waren ungefähr 8 Monate, wo ich in Stuttgart verbracht habe und diesen Job gemacht habe. Was genau, das erkläre ich euch gleich. Aber in den ganzen 8 Monaten habe ich einfach unglaublich viel Glück gehabt und mein Stolz bewahrt und bin Gott sei Dank auch nicht auf die schiefe Bahn gekommen und habe dann auch irgendwann so fertig ausgesehen wie die alle. Und ja, die waren teilweise, ja, das waren schon echt wirkliche Junkies da drinnen. Also ja. Die waren wirklich halt drogenabhängig. Ja, du konntest einfach auch die Situation da drinnen mit diesem Chef auch wahrscheinlich gar nicht anders irgendwie ertragen und du musstest dich wahrscheinlich auch irgendwie abschießen, um das Ganze auszuhalten. Mhm. Jetzt machst du es aber unfassbar spannend, was denn dann am nächsten Morgen passiert ist. Ja, dann kamen die 5 VW-Busse. Dann kam ich halt in den Bus in die Tour Frankfurt am Main zum Beispiel. Das war meine erste Tour. Da bin ich da eingestiegen und nach ungefähr 2 Stunden sind wir dann angekommen und dann bin ich gleich mit meinem Kollegen mitgelaufen und dann habe ich erstmal gesehen, was genau hier die Arbeit ist.
Wir haben also an der ersten Haustür geklingelt und mein Kollege sagte dann, hallo, wir machen hier gerade eine Umfrage. Wir sind Schüler und wir wollten fragen, ob sie sich vielleicht mal kurz Zeit nehmen können. Und das haben natürlich fast alle gemacht. Klar, Hilfsschreiber bei einer Umfrage. Und die Umfrage war aber dann so, haben Sie eigentlich Vorurteile gegenüber ehemaligen Drogenabhängigen? Und wären Sie zum Beispiel bereit, auch solche Menschen zu unterstützen oder denen eine zweite Chance zu geben? Wären Sie bereit, diese Menschen zu unterstützen? Denn wir haben jetzt ein riesengroßes Angebot an verschiedenen Zeitschriften gehabt und die Zeitschriften sollten wir dann irgendwie nächstes Jahr austragen und die würden uns da irgendwie finanziell dann unterstützen, weil das Geld würden wir bekommen und nicht der Verlag dann eben. Und da gab es halt dann so den Stern, den Spiegel, die Hört zu, Fernsehzeitungen, Frauenzeitschriften, halt so was du dir alles vorstellen kannst, was es einfach gibt für Zeitschriften. Und da war einfach auch meistens für jeden was dabei, so von jung bis alt. Und Ziel war, so ein Abonnement zu verkaufen, weil die haben uns nicht unterstützt mit diesem 1,75 Euro oder was da die Zeitschrift kostet, sondern sie haben ein Abo unterschrieben, das mindestens ein Jahr Laufzeit hatte. Und ja, das war aber niemals so, dass wir nächstes Jahr die Zeitschriften dann selber ausgetragen haben, sondern sie hatten halt dann einfach ein Abo und es war einfach hintergehen und belügen und die dachten einfach, die tun uns irgendwas Gutes und die helfen uns damit und es war halt einfach nicht so. Ja, und ich habe dann quasi 8 Monate Zeitschriften verkauft. Ich habe die Menschen belogen eigentlich und habe denen gesagt, ich wäre drogenabhängig gewesen und sie könnten mir einfach helfen, mir so meine Zukunft wieder aufzubauen, indem sie mich mit minimalen Beträgen unterstützen. Dafür kriegen sie eine Zeitschrift. Krass. Ab jetzt geht das Thema Lebensmut erst los. Ja, weil das ist ja gar nicht toll, Leute anzulügen und in so eine Situation zu kommen. Ja, das ist einfach nur passiert, sondern jetzt brauchst du Lebensmut, wenn du in so einer Scheiße mal steckst, dass du da wieder rauskommst. Weil den Ausweis wollten die nicht kopieren, sondern den haben sie dir weggenommen, damit du einfach nirgendwo hin kannst. Gell? Mhm, genau. Und dann warst du gezwungen, Menschen anzulügen. Und das Krasse war ja, abends musste man die Zahl nennen. Gell? Mhm. Und wenn du die Zahl nicht erreicht hast, die Typen, die haben richtig Schläge bekommen vom Chef. Gell? Richtig, ja. Der hat die echt am Kragen gepackt vor allen und denen auch echt mal eine Faust geben und auch also so einen Mund und auf die Nase, sodass die richtig blutet haben. Mich und meine Kollegin hat er Gott sei Dank nie angepackt, aber halt schon echt so richtig. Das Krasseste, was er mal zu mir gesagt hat, du tauge nix, du kannst ja eh gar nichts, sonst kannst du dich wieder verpissen in dein Allgäu zu deinen Kühen. Und also so echt, du wurdest so fertig gemacht und so die da gab es halt ein paar, die so auf Chefs seiner Seite waren, die halt dann schon auch so mit Druck gemacht haben und so, halt, du bist echt halt ein bisschen dumm und taugenix. Und hast du dein Ziel von 3 Abos, was du mindestens verkaufen solltest, nicht erreicht, dann hast du bis um 4 Uhr morgens echt Argumente aufschreiben müssen. Argumente, was du sagst, wenn die Leute sagen, nein, ich möchte kein Abo, nein, ich möchte da nicht irgendwie gebunden sein oder nee, ich gebe dir so Geld, aber ich will halt keine Zeitung dafür. Und das war einfach das Ziel, die Leute platt zu reden, dass sie dieses Abo unterschreiben. Und ich habe halt damals, sie haben gesagt, du kriegst 50 Euro, wenn du zum Beispiel den Spiegel als Abo verkaufst. Und ja, wenn du halt in der Woche so deine 20 Abos gemacht hast, kannst du dir ja selber ausrechnen, was es dann halt so wöchentlich geben hätte sollen. Ja, und dann war so die erste Woche auf jeden Fall. Mein erster Lohn war, glaube ich, so 270 Euro. Aber in den ganzen 8 Monaten habe ich auch nie mehr verdient wie 300 Euro in der Woche. Und das Witzige ist halt, wir haben unglaublich viel Miete bezahlen müssen für diese Bruchbude. Wir haben Essensgeld zahlen müssen. Und das haben die halt so... Damit haben sie argumentiert, dass wir nur so wenig bekommen, weil wir müssen ja auch unsere Unterhaltung bezahlen. Und dann ist dir irgendwann mal so krass zu viel geworden, dass die Polizei gerufen hast, gell? Ich war mal wieder in einem Gebiet und ich konnte einfach nicht mehr. Und ich wusste einfach nicht, was ich tun soll. Und
ja, dann ist mir echt nichts anderes übrig geblieben, wie die Polizei zu rufen. Ich habe irgendwie gemeint, die können mich retten oder beschützen oder wieder klar, denkst du auch. Rausholen. Und die sind dann auch gekommen und dann habe ich denen das halt so erzählt, dass ich da drinnen bin. Aber der Anführer vom Bus, also in jedem Bus war immer einer dabei, der einen Gewerbeschein hatte und der das dann offiziell echt machen durfte. Du durfst die Verträge unterschreiben. Wenn du kein Kleingewerbe hast, dann darfst du keine Verträge unterschreiben. Und das durfte eben nur einer vom Bus machen. Und der hat das dann natürlich auch so gleich gezeigt, sein Kleingewerbe. Und das ist alles hier offiziell. Und sie machen ja nur vor und dann komme ich nach und unterschreibe die ganzen Sachen erst. Ja, der hat das dann auf jeden Fall so umgedreht, dass ich am Abend wieder mit heimgefahren bin in diesem scheiß VW-Bus. Und es hat einfach gar nichts gebracht. Die haben einfach gar nicht helfen können. Und dann ging es halt noch eine Weile so weiter. Und ich habe damals Gott sei Dank in Stuttgart ein Mädchen kennengelernt. Die ist dann eine richtig gute Freundin geworden. Und bei der war ich eigentlich immer am Wochenende dann. Und es war richtig, also es war meine beste Freundin einfach. Und ich habe mit der so viel Zeit verbracht. Und das war so irgendwie mein Kraftpool. Und das war so der Grund auch, warum ich so lange das auch ausgehalten habe dort. Und weil ich halt auch nicht wusste, was soll ich eigentlich da machen? Wohin, wenn ich das hier nicht machen will? Dann habe ich gar keinen Job, keine Kohle, ich habe keinen Ausweis. Außerdem habe ich keine Familie, wo ich jetzt hin kann. Und Freunde zu der damaligen Zeit hatte ich auch keine wirklichen, halt Bekanntschaften, aber niemanden, wo ich sagen kann, hey, kann ich bei dir leben? Erstmal. Boah. Ja, und ganz krass war es dann einfach, ich habe dann an einem Wochenende einen ganz, ganz schlimmen Vorfall auch gehabt und ich habe da damals ein Mädchen beschützt und die ist fast vergewaltigt worden in einem Auto und ich habe die da damals, ich habe so gebrüllt und ich habe die da damals wirklich gerettet einfach, dass da nichts passiert ist und ich habe gemerkt, scheiße, das wird immer krasser, halt, das ist einfach unglaublich gefährlich. Ich war 18 Jahre alt dann und das geht nicht. Jeder nimmt hier Drogen drinnen und damals ist mir dann auch mein ganzes Geld immer geklaut worden, was ich verdient hatte. Das hatte ich so gut versteckt in meinem Kopfkissen. Ich habe geschlafen und es war trotzdem weg. Ich bin jede Woche beklaut worden und ich habe halt mein Geld dann für Kippen und für ein bisschen Bier und so an der Tankstelle am Wochenende ausgeben. Da war dann nicht mehr so viel da und das war halt dann auch weg. Und das macht ja keinen Spaß. Du hast ja keine Lebensfreude mehr und wo willst du da hinkommen? Was willst du da erreichen? Und das war halt immer klar, das will ich nicht ein Leben lang, das geht nicht. Ja, und irgendwann muss der Tag kommen, wo ich mich dann dazu entschließe, irgendwas zu verändern. Und das war einfach so, ja, einer der mutigsten Momente, weil ich dann damals echt so am Abend meine Taschen gepackt habe, heimlich, wollte ich erst, und einfach gedacht habe, okay, Leben, ich komme jetzt zu dir, nimm mich irgendwo hin und zeig mir bitte irgendwas Neues, aber ich kann hier nicht bleiben. Und dann hat es der Chef dann mitbekommen, wo ich aber schon unten an der Haustür war und es war schon dunkel und irgendwie wollten die mich noch eigentlich alle festhalten und haben aus den Fenstern gebrüllt und der Chef hat mich angeschrien, aber ich bin dann los mit den Taschen und ohne Ausweis. Es waren zwei Taschen, die ich in der Hand tragen konnte, zwei Reisetaschen. Einer war voll mit Gürteln. Weil ich so einen Gürteltick einfach damals hatte und mir jede Woche von dem Geld, was ich verdient habe, mir einen Gürtel gekauft habe in Stuttgart am Hauptbahnhof. Und das war so meine Belohnung einfach irgendwie halt. Und eine Tasche war halt mit ein paar Klamotten noch voll und das war alles mein ganzes Hab und Gut, was ich hatte. Ich hatte, glaube ich, vielleicht noch 20 Euro, wenn es hochkommt oder so, ein paar Euro in meiner Tasche und mehr nicht. Also ich konnte mir kein Hotel leisten, ich wusste gar nicht wohin. Und ich bin dann einfach mit meinen zwei Taschen losmarschiert und losgelaufen und gelaufen. Und es war so kalt. Und dann habe ich irgendwann an einem Café angehalten und bin da rein und habe einen türkischen Besitzer gefragt, ob ich eine Nacht einfach hier schlafen kann, bitte. Und ja, das hat er dann auch zugelassen und hat mich dann auf den Dachboden so quasi gebracht und da war eine Matratze und ja klar, ich hatte schon Schiss, aber es war ein türkisches Café und da waren auch ganz viele Türken drin und ich dachte einfach, ja, die sind so religiös, die würden mir eh nichts tun halt und deswegen dachte ich, ich hatte keine Angst vor denen, ich wusste halt, das sind so gläubische Menschen, ich glaube, dass ich da sicher bin. Krass,
Und dann hast du noch deine SIM-Karte zerstört und dein Leben komplett neu angefangen. Und dann, ja, dann bin ich hat dich das Leben wieder empfangen. Ja. Und dann ging es steil bergauf. Das ist schon eine krasse Geschichte. Also, boah. Das sind so viele Momente, wo du schon allein beim Zuhören Gänsehaut kriegst, oder? Das ist in solche Situationen, willst du nicht kommen, aber du hast das einfach da rausgeschafft. Und obwohl die alle brüllt haben, obwohl die alle geschrien haben, obwohl. Und du hattest ja so einen Schutzengel, dass dir nie was passiert ist, dass es nie einen Übergriff gab, dass nie irgendwie. Boah, also wenn man denn das überhaupt nichts passiert nennen kann. Mhm, ja. Das ist richtig, ja. Ja. Und Melli hat mir dann mal nur erzählt, dass sie außerdem noch dabei erwischt worden ist. Ihr hat es nämlich leid, an die Menschen anzulügen. Und dann hat sie oft schon gesagt, ihr könnt es innerhalb von 2 Wochen auch wieder kündigen. Und da ist der Chef dann auch noch drauf gekommen, ja, dass bei dir alle wieder kündigt haben. Die haben dann alle wieder rufen bei mir. Und also meine Zahlen natürlich auch runtergegangen. Und scheiße, ja. Ich kam dann in Stuttgart am Hauptbahnhof an, wusste gar nicht wohin. Und habe mich dann in den Zug nach Kempten Allgäu Hauptbahnhof gesetzt, weil das halt so mein altes Zuhause war und ich halt da irgendwie so das Einzigste hatte, was ich gekannt habe, und bin dann in dem Zug natürlich auch erwischt worden als Schwarzfahrer und musste dann mich erstmal erklären, warum ich dann überhaupt keinen Ausweis habe, bin dann noch auf die Bahnhofsmission gekommen und habe da dann noch eine Nacht schlafen müssen, bis das alles geklärt worden war, und dann habe ich die Tickets ausgestellt bekommen einfach. Also die haben mir dann die Tickets spendiert, und dann bin ich in Kempten angekommen. Die haben mich gefragt, ob ich dann weiß, wohin, und was ich dann, ich soll dann auf jeden Fall zum Sozialamt gehen, die würden mir dann helfen, für solche Fälle gibt es ja dann das Sozialamt, und dann geht das schon alles wieder. Und ich bin dann nach Kempten gefahren zu einer damaligen Freundin, mit der hatte ich noch ein bisschen Kontakt, aber das hat dann leider gar nicht funktioniert, dass ich da irgendwie bleiben kann. Und dann habe ich mich sofort beim Sozialamt gemeldet, am nächsten Tag, und die haben gesagt, die haben für mich jetzt natürlich noch keine Wohnung, noch gar nichts, und die können mir jetzt auch nur kein Geld und alles geben, das dauert ja erstmal, du musst mir erst Anträge stellen und so weiter. Aber sie haben für mich eine Obdachlosenunterkunft für Notfall zur Verfügung, und dann bin ich damals auch mit dem Menschen da zu dieser Obdachlosenunterkunft hingefahren. Ja, und die Obdachlosenunterkunft, die war eben damals in Kempten, und die war einfach, ja, meine Tür wäre eine Wolldecke gewesen. Ich habe nicht meine eigene Tür gehabt und ich habe total Schiss gehabt. Die waren ja teilweise halt klar, die mussten sich auch betrinken. Und ja, dann habe ich einfach erstmal die erste Zeit gezeltet. Weil ich habe mir dann von meiner Freundin ein Zelt und einen Schlafsack ausgeliehen und ich habe echt gezeltet hinter einem Fußballplatz. Hast einfach in einem Zelt gewohnt? Mhm, auf dem Spielplatz. Weißt du, wie mir schon die Gänsehaut kommt, wenn du alleine nur sagst, ich wusste nicht, wo ich hinfahre, und bin dann mal nach Kempten gefahren, weil sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Jeder hat ja irgendwie eine Familie und weiß, okay, wenn es brennt, dann fahre ich jetzt da und dahin. Aber wenn du überlegen musst, wo fahre ich denn überhaupt hin, weil es gibt nichts irgendwie im Leben, was ich so habe. Ja gut, ich hätte vielleicht schon die Chance damals gehabt, meine Schwester gab es noch, aber die hat damals woanders gewohnt, und die war so enttäuscht von mir, dass ich damals eben meine Ausbildung hingeschmissen habe. Und ich wollte natürlich da jetzt auch nicht ihr unbedingt so zeigen, ja, du hattest recht. Und ich bin halt, wir hatten dann ziemlich Streit schon deswegen. Und das wäre das Letzte gewesen, dass ich sie um Hilfe bitte, einfach so aus meinem Stolz heraus. Du hast einfach in einem Zelt wohnen müssen. Einfach in einem Zelt. Und dann sind nur noch schöne Sachen passiert. Und dann bist du von der Familie aufgenommen worden. Gell, das ist einfach Wahnsinn. Da konntest du dann wohnen, bis du dann wirklich selber auszogen bist. Und wow. Das ist eine Geschichte, die geht so krass unter die Haut. Und ja, danke, Leben, dass du heute noch so da bist und dass es dir gut geht. Hey. Ja, ich bin auch so glücklich und dankbar darüber. Und ich glaube einfach, aber das ist auch ich habe halt auch so einen krassen Lebenswillen gehabt, weißt du? Du kannst natürlich in so einer Situation entweder sagen, entweder du rutschst ab und gibst auf, oder du bist stark und du kämpfst und du hast einfach die 2 Möglichkeiten, und ich wollte halt einfach nicht aufgeben. Ich hatte eh schon meine Eltern nicht und eine seltsame Kindheit und alles,
Aber warum soll denn, ich konnte es gar nicht wahrhaben, dass bei mir einfach nur alles scheiße ist. Ich wollte, dass mein Leben schön wird und dafür habe ich einfach alles getan und daran habe ich einfach immer geglaubt und ja, und ich bin, glaube ich, der beste Beweis dafür, dass es einfach wirklich geht, dass sogar in so einer Situation, sogar wenn du einfach kein Zuhause mehr hast und wenn du gar nichts mehr hast, also das ist, glaube ich, echt so ein Moment im Leben, aber ich habe das auch geschafft und ja, weil ich das Leben liebe und das so wichtig ist. Und wir haben halt nur dieses eine Leben. Und dafür tun wir doch einfach auch alles. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und ich denke, das habe ich ganz gut hinbekommen, ja. Und das merkt man dir bis heute so krass an. Ich habe dich noch nie jammern sehen, gell? Weil du immer so auf dich alleine gestellt warst. Und Elli wacht in der Früh auf um 5 und ist gut drauf. Und wenn 1000 Sachen kaputt gehen an einem Tag, das ist egal. Und es gibt so ein positives Mindset. Und du hast halt damals einfach schon gezwungenermaßen deine Komfortzone jeden Tag aufs Neue so krass sprengen müssen, dass du heute einfach vor gar nichts mehr Angst hast. Das ist schon krass. Also du bist wirklich mit einer der mutigsten Menschen, den ich kenne. Und das ist nur eine von vielen Geschichten, die in diesem Podcast hier noch kommen werden. Aber das ist einfach nur krass. Und wir wollen dir damit sagen, wie auch immer dein Leben gerade aussieht, was auch immer gerade ist, wenn die Melli mit 17 ganz alleine in Stuttgart niemanden hatte und lauter Drogenabhängige um sich rum. Und mal ganz ehrlich, also in solchen Momenten, da willst du dich auch betäuben, oder? Da willst du dein Leben nicht ertragen. Aber sie hat es einfach durchzogen. Sie hat es einfach gemacht. Sie hat sich da rausboxt aus dieser Nummer. Und heute ist sie der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Und das ist das Schöne. Und diese Geschichte soll dir einfach Mut machen. Egal in welcher Situation in deinem Leben du gerade stehst. Du kannst da rauskommen. Wenn du einfach sagst, nein, das war's noch nicht. Ich liebe das Leben und ich hole mir das, was ich will. Unser Unterbewusstsein braucht einen Bauplan von dem Leben, das wir haben wollen. Und wie krass ist es, dass die Melli in der ersten Klasse, als alle zeichnen mussten, so ihre Lebensträume, einfach eine Familie, einen Mann, eine Frau und 2 Kinder hingemalt hat und eine Sonne. Ja, und was ist jetzt dein Leben? Ha? Mhm. Das ist einfach unglaublich. Glaub an dich, du. Wenn du das gerade anhörst, nimm dir nach dem Podcast einfach noch ein paar Minuten und überleg, wo kannst du Lebensmut anbringen? Wo wird es jemandem helfen? Wem kannst du vielleicht Lebensmut machen? Mhm. Weil das ist schön, wenn Leute anfangen, an sich zu glauben, leuchten ihre Augen. Das erlebe ich tagtäglich bei mir in der Arbeit. Das ist meine Aufgabe, Menschen Mut zu machen, Menschen zu sagen, glaub an dich, Menschen Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das Tolle ist, unser Unterbewusstsein lebt ja zeitlos. Und wenn ich dann die Menschen frage, während sie mich anschauen, wie sollte denn dein Leben aussehen? Und egal in welcher Lebenslage die gerade sind, dann fangen die an nachzudenken und in dem Moment leuchten schon die Augen, obwohl sie noch gar nicht da sind, einfach nur, weil sie sich's vorstellen. Weil das Unterbewusstsein fühlt sich dann schon so, als wäre es in dem Leben. Und wenn du das immer wieder machst, immer wieder, ja, immer wieder, dann manifestiert sich das alles in deinem Leben. Dann kommt genau das, was du haben möchtest. Wir machen einfach immer den Fehler, dass wir uns Dinge vorstellen, die wir nicht haben wollen. Und unser Unterbewusstsein denkt in Bildern. Und das heißt, wenn ich zu dir sage, fall nicht hin, sieht dein Unterbewusstsein ein Bild von einem fallenden Menschen. Und der Trick dran ist, dass wir das unterbrechen, weil unser Gehirn funktioniert automatisch so. Das muss negativ denken. Das ist einfach so gepolt, dass es sich Sorgen macht. Und wir müssen dem sagen, was wir wollen, nicht, was wir nicht wollen. Und was aber auch noch ganz wichtig ist, dir muss auch mal klar sein, ja, dir muss klar sein, was du willst, aber dir muss auch klar sein, was du hast. Und wenn du dann einfach mal auch siehst, was du eigentlich alles hast, halt, ich denke, dass jeder von uns ein Zuhause hat und ein Dach über dem Kopf hat. Und ja, wenn der Kühlschrank nicht ganz so voll ist, trotzdem können wir es immer schaffen, irgendwie was zu essen. Und das ist uns, das vergessen wir einfach alle. Und ich bin einfach jeden Tag so dankbar darüber. Wir haben 2 wundervolle, gesunde Kinder. Wir haben so wundervolle, schöne Haustiere. Wir leben so schön, wir können rausgehen, wir können laufen, wir können atmen und das ist einfach doch schon so viel. Sehen, was schon da ist und dann
damit dahin gehen, wo du möchtest. Ja, wenn man natürlich nur dran denkt, was man haben will im Leben, dann kann man nicht im Jetzt leben. Und das ist schon wichtig. Deshalb, es reicht einfach, wenn du einmal am Tag so 5 Minuten vor dich hinträumst, wie dein Leben aussehen soll und den Rest einfach im Jetzt verbringst. Und dann schenkt dir das Leben schon das, was du haben möchtest. Unser Gehirn ist dafür gebaut, Probleme zu lösen. Es löst Probleme rund um die Uhr. Und das macht ja die ganze Natur. Jede Pflanze, also alles in dieser Natur löst zu jedem Augenblick irgendwelche Probleme. Das Faszinierende ist, es gibt bei uns Menschen 2 Möglichkeiten, warum unser Gehirn Probleme löst. Erstens aus Angst und zweitens aus Begeisterung und Spiel. Und wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, wie oft löst du Probleme aus Angst, dass du nicht irgendwelche Konsequenzen tragen musst? Und wie oft löst du Probleme spielerisch? Und das nimmst du jetzt bitte noch mit. Dein Leben darf ein Spielplatz sein. Okay, so funktioniert das. Stell dir einfach in deinem Alltag vor, wie war es denn früher? Ja? Du warst auf dem Spielplatz, dann siehst du die Schaukel. Dann baut sich Dopamin in deinem Gehirn auf. Das ist so ein Motivationsbotenstoff. Dann schaukelst du, jetzt kommen die Endorphine, Glücksgefühle bauen sich auf. Ja, dann atmest mal kurz durch, ja, bist stolz auf dich, Serotonin. Und dann siehst du die Wippe. Boom, Dopamin. Und weiter geht's. Und es gibt Menschen, kennst du solche Menschen? Also wir sind solche Menschen, die spielen. Das war nicht immer so, das haben wir uns beibringen müssen, aber unser Leben ist ein Spielplatz. Ja? Du kannst es immer schlimm sehen oder du kannst es positiv sehen. Und ich sehe dann ganz viele Schaukeln, ganz viele Wippen. Ja? Und so sieht das aus. Ich bin wirklich in mir drin, sage ich mir morgens, so, jetzt stehe ich auf. Und dann stehe ich auf und denke mir in mir drin schon wieder, boah, krasser Typ, du bist aufgestanden. So, und jetzt mache ich mir einen Kaffee. Boah, krass, Kaffee gemacht. Und so wird das ganze Leben einfach total spielerisch. Diese Geschichte reicht in diesem Podcast. Ich brauche da gar nichts mehr dazu sagen, Schatz. Das ist unfassbar. Ich danke dir, dass du das mit jedem Hörer hier geteilt hast. Und du da draußen, wo das gehört hast, mach was draus. Und wenn es dir gerade so gut geht und du voller Lebensmut bist, und dann schau dich bitte einfach mal in deinem Umfeld um. Vielleicht gibt es da jemanden, dem du Mut machen kannst. Lebensmut. Ich sage das zu jedem Menschen, zu jedem. Wenn du an dich glaubst, dann schaffst du das, weil es wahr ist. Und damit bedanken wir uns auch schon wieder fürs Zuhören bei dir. Es ist eine sehr besondere Zeit. Mein Buch, Das Mindset der Champions, erscheint heute. Die YouTube-Affirmation, Das Mindset der Champions, erscheint als Videoclip. Das hat der absolute Profi Sven Beetz gemacht. Schaut euch das mal an. Also besser hätte man es nicht machen können. Das ist ein Feeling. Wenn du dieses Video anschaust, du fühlst es richtig. Außerdem habe ich im Dezember noch eine große Überraschung. Es ist eine Überraschung für dich. Für dich, die ich gemeinsam mit meinem Freund Seum und dem Künstler Sepio Warner mache. Mehr sagen wir heute noch nicht. Nächstes Mal ist dann schon die Folge 10. Da habe ich einen ganz besonderen Gast und ein ganz besonderes Thema. Das Thema lautet Netzwerken. Und damit verabschieden wir uns. Wir wünschen dir eine schöne Zeit, schöne 2 Wochen. Abonniert bitte unbedingt den Kanal überall und teilt es mit den Leuten, die Lebensmut brauchen, die ein positives Mindset brauchen. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Am Freitag. Eine gute Zeit. Ciao.